Willkommen zurück, niederträchtiges Böses. Oh, danke schön. Danke für die Begrüßung. Ich freue mich natürlich, euch auch wiederzusehen bzw. wieder begrüßen zu dürfen zu Dungeons 3. Es geht weiter mit der nächsten Mission. Und ich habe gedacht, wir hätten Thanos endlich besiegt. Nein, die Achievements, die wir noch erlangen können, sind weiterhin für die Hauptkampagne. Oh, wie furchtbar. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß, wenn man weiß, dass da noch einiges auf uns zukommt. Und nun, da die Göttin ihn gerettet hat, kann ich mir gut vorstellen, dass wir erst einmal die Göttin vernichten müssen, sodass Thanos angreifbar wird und dementsprechend seinem Ende irgendwann entgegensieht. Ich hoffe es sehr. Gehen wir in die Hauptkampagne, gucken wir mal. Feuertaufe. Das absolute Böse hatte Thanos stark geschwächt und in die Flucht geschlagen. Talia nahm sofort die Verfolgung auf, ohne das herausragende Böse. Ja, schade, oder? Feuertaufe, da sollen wir jetzt das Grab anrichten. Lasst die Lebensenergie eures Grabgolems nicht unter 50% fallen. Das dürfte er hier sein, der über uns steht. Wir haben außerdem absolviert die Mission Feuertaufe, ohne dass Talia Schaden bekommt, und absolviert die Mission Feuertaufe definitiv. Das heißt, eigentlich müssen wir nur darauf achten, dass weder er noch sie verletzt werden und einfach vor uns hinspielt. Auf geht's. Bin gespannt. Es ist bestimmt die Boss-Mob-Kreatur der Untoten. Wir werden gleich vom Sprecher hören. Thanos war nach seiner Niederlage gegen das absolute Böse geflohen. Talia hatte sofort die Verfolgung aufgenommen, ohne das ultimative Böse erneut zu beschwören. Ja, als ob ich das nicht alleine schaffen würde. Ich trete Thanos in den Hintern. Ich werde ihm die Augen herausreißen und seine Zähne als Xylophon benutzen. Wie auch immer, es war überstürzt. Dennoch hatte Talia ihren einstigen Mentor und Ziehvater in seiner Heimatstadt Sturmluft verfolgt. Dort würde es nun zur finalen Schlacht kommen, denke ich zumindest. Das denke ich noch nicht. Thanos muss sterben! Hier sind Katapulte. Kann ich die nutzen? Nee, kann ich nicht. Du darfst keinen Schaden bekommen, ne? Dann geh du mal nach hinten. Und alle anderen gehen voran. Ich bin die Königin des Bösen. Ja, ja, das kannst du auch weiterhin bleiben, aber wichtig ist, dass du keinen Schaden bekommst, also bleibst du hinten. Bitte. So ist gut. Erstmal die Heiler hauen und dann kann der Rest kaputt gehen. Ja, es wird schon. So, Schurke ist down. Weiter geht's. Talia bleibt erstmal hinten. Wir sollen jetzt einfach so in die Stadt marschieren, ja? Ohne Probleme, ohne irgendwas. Thanos muss sterben. Du gehst bitte außen rum. Kümmerst dich nicht um irgendwelche Palisaden. Dankeschön. Thanos muss sterben, ja? Was du kannst ja hier so lange die Teile kaputt machen. Wir gehen weiter. Talia und ihre Armee betraten die Stadt Sturmluft. Dort waren einige Barrikaden und... Oh, ein Hinterhalt. Damit konnte natürlich niemand rechnen. Nein, niemand. Und niemals. Sehr schön. Okay, weiter. Erstmal auf die Heilerin. Super, jetzt auf den Rest. Talia, du kannst ruhig schon wieder weiter nach vorne kommen. Wir kümmern uns noch um die letzten paar Verbliebenen hier. Talia steht rum, sehr gut. Sie darf keinen Schaden bekommen. Ist tatsächlich eine unserer Missionen. Achievements, die wir erlangen können. Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen also oben rum. Kümmert euch um die Leute. Du darfst nicht sterben, das wäre jetzt schlecht. Die Zeit der Abrechnung ist nah, Thanos. Ja, durchaus. So weit weg ist sie nicht mehr, so viel ist sicher. Komm, Blutsauger, hol dir dein Geld wieder, dein Geld, dein Leben. Und macht mal alle ein Level up, ihr seid ja alle total unterlevelt. So, du kannst schon mal weiter nach vorne. Was ist jetzt eigentlich mit einem Golem? Sollte ich nicht irgendwie einen Golem holen oder so? Hier kommen wir nicht durch. Der darf bestimmt durch die Schranken nachher. Kriegt ihr das Ding kaputt?
will's denn mal? Was haben wir denn hier schönes? Schadensbonus normal, das holst du dir mal. So, dann geht ihr erstmal auf die Novizin. So, schön, dann den Rest bitte. Du haust bitte ab. Oh, du siehst nicht mehr gut aus. Okay, damit ist einer der Goblins K.O. Du siehst wirklich nicht gut aus. Aber hey, du lebst noch. Alles ist gut. Bisher haben wir noch alle Kreaturen behalten. Ach, haut doch ab da. Komm, geht weg. So, jetzt gehen die restlichen Leute drauf. Dann geht das auch. Okay, wir können jetzt hier runter. Kriegen da noch ein buchhordischer Berserker-Rausch. Klingt gut. Das wird sich Schack mal holen. Das ist ja immerhin ein hordischer Berserker-Rausch. So, alle sind hochgeheilt. Du alleine gehst runter und holst dir das Buch. Da kommen wir offensichtlich nicht durch. Warum auch immer. Muss da Talia selber hin? Muss sie überhaupt? Steht noch hier. Gebt eure Befehle. Bonus für kritische Treffer. Auch lecker. Aber ich glaube, das geht so. Oh, er wollte gerade sprechen. Ja, gleich. Ich speichere nur. Es war nur einen Katzensprung entfernt. Talia wappnete sich für die kommende epische Schlacht. Talia, du wagst es, mit deiner verdorbenen Präsenz die gesegnete Stadt Sturmluft zu beschmutzen? Und ob, alter Mann. Jetzt wird abgerechnet. Du wolltest mich zu einer erbärmlichen Marionette des Guten machen und als braves Tier präsentieren, dem du das Böse abtrainiert hast. Leugne es nicht! Leugnen? Ha, es stimmt. Ich dachte, ich könnte aus dir etwas Natürliches, etwas Gutes machen. Aber du bleibst derselbe räudige, bösartige Abschaum, der du warst. Das stimmt nicht so ganz. Ich bin auch noch da. Du? Im Ernst? Du hast dich jetzt so lange in irgendeiner Ecke verkrochen und kommst jetzt heraus, um Papa Thanos winselnd um die Beine zu streichen? Ah, dann gibt es doch noch Hoffnung für dich. Interessant. Ha, Zeit zu sch... Was kann ich tun? Talia, weg da! Ja, jetzt hast du Schaden erlitten. Wie sollte ich das denn machen? Okay, es sieht so aus, als wenn wir ihn nicht einfach so besiegen können. Zauber habe ich nicht. Ich glaube, sie muss sterben, ne? Ich weiß nicht, ob das hätte so laufen sollen. Genug! Es ist genug! Wir beenden das jetzt! Spüre den Zorn alles Guten! Thanos beschwor eine mächtige Feuersbrunst herauf, die auf Talia und ihre Armee zurollte. Diese unterschied jedoch nicht zwischen Gut und Böse und brannte sich auch in die Stadt Sturmluft hinein. Das reinigende Feuer wird dich erlösen! Aha. Ohne das ultimative Böse sah Talia ziemlich alt aus. Ihr blieb nur die Flucht, wenn sie nicht in der Feuersbrunst vergehen wollte. Okay, lauft! Nehmt die Beine in die Hand! Flieht vor dem Feuer! Reibt euch mit einer Creme gegen Verbrennungen ein! Das Böse wird siegen. Oder auch nicht. Versuch nicht, den läuternden Flammen zu entgehen, Kind! Diese werden dich reinigen! Nimm das! Thanos griff wieder zum Zauber und ließ Feuer vom Himmel regnen. Offenbar störte es ihn nicht, dass er dabei weitere Teile von Sturmluft in Schutt und Asche legte. Nö, würde es mich an dieser Stelle auch nicht. Untotes Gift. Talia, Verpestende. Ob sie damit jetzt irgendwas Besonderes kann? Wo müssen wir denn hin? Kommen wir nicht weiter. Da! Die Gräber versinken im Boden! Oh, das ist äußerst merkwürdig. Aber egal, die ideale Fluchtroute.
Ach, Gott sei Dank. Oh, nee, ganz ruhig. Ich habe keinen Bock, dass du hier Schaden erleidest. Ich glaube, hier darf ich keinen Schaden erleiden, oder? Ich hoffe, das ist so. Die Feuersbrunst verwüstete große Teile von Sturmluft und wurde immer größer und schneller. Ja, ich merke das schon. Aber wir sind auf einem guten Weg. Dann werde ich dich verschonen. Jetzt stehe ich hier. Ganz toll. Nee, ich muss kurz warten. So, jetzt durchlaufen. Du entkommst dem reinigenden Feuer nicht so einfach. Und wenn ich die gesamte Stadt niederbrennen muss. Gut, dann müssen wir dich dafür sorgen. Oh Mist! Wie soll ich denn jetzt hier weiterkommen? Ich brauche das absolute Böse! Hilfe! Das absolute Böse war gerade ein wenig beschäftigt. Na gut, dann helfe ich mal schnell. Dieses Mausoleum da drüben war in Wirklichkeit ein Untoter, ein mächtiger Grabgolem. Dieser erhob sich und machte für Talia den Weg frei. Ah, da ist er ja. Ist natürlich schade, dass wir durch Thanos erwischt wurden. Machst du noch Super, was? Super, danke. Vorwärts, flieht in Panik, nehmt die Beine in die Hand, braust mit Segways davon. Diese Barrikade sah äußerst stabil aus. Doch für einen mächtigen Titanen wie den Grabgolem würde das kein Problem darstellen. Also gehen wir mit ihm hin. Gut, auf geht's. Puh. Talia, du bleibst schön hinten. Vielleicht zählt es ja doch noch, dass wir dann keinen Schaden bekommen. Zeit, den Müll rauszubringen. Vernichtet sie alle. Ich darf nur nicht hier lang. Diese Patrouille muss ich irgendwie auslassen. Und tschüss. Na, was ist das für ein Buch? Lebens... Geh nicht weiter, bist du denn des Wahnsinns. Wenn Sturmluft dem Bösen jetzt hat sie Schaden bekommen. Standhalten kann, hat es den Tod in den Flammen verdient. Aber Thanos, was ist nur... Du solltest doch der Gute sein. Ach, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Los, wir müssen weiter. Der Wasserturm steht da doof im Weg. Grabgolem, kümmere dich darum. Hilfe! Ein paar Helden waren von den Flammen eingeschlossen worden. Leider fehlte die Zeit, um sich an ihrem Leid zu ergötzen. Talia ging tödlich verwundet zu Boden. Während ihr Geist langsam in der Schwärze verschwand, vermeinte sie noch eine gehässige Stimme aus dem Off, folgendes Singen zu hören. Ach, ist schon vorbei. Euer Ernst? Also das finde ich ganz schön krass, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da eine Feuerwand hinter mir her ist. Na gut, dann nochmal. Du bleibst schön hinten, wirst nicht attackiert, bitte. Und der Rest marschiert voran. Oh. Du als Einzelne bleibst bitte hinten. Mitkommen. Du kannst im Prinzip komplett hinten bleiben. Du bist ja eh gleich bei Thanos. Genau, macht mal die Palisade weg, dass die da alle durchkommen. Ich glaube, ich werde jetzt nach jedem Step speichern müssen, damit sie definitiv keinen Schaden erleidet. Und wir das Achievement bekommen. So, du kannst schon mal bis zur Palisade gehen. Vielleicht brauche ich dich noch. Talia und ihre Armee betraten die Stadt Sturmluft. Dort waren einige Barrikaden und... Oh, ein Hinterhalt. Damit konnte natürlich niemand rechnen. Nein.
Danke, weiter geht's. So, erst auf die Heiler, dann auf den Rest. Du kannst gerne noch ein Stück nach vorne kommen, aber eigentlich brauche ich dich nicht. Und wenn wir oben bei Thanos sind, dann werden wir halt nochmal speichern. Ich will nicht, dass sie da Schaden erleidet. Wie auch immer das passiert ist, aber ich konnte sie so schnell nicht anklicken. Ich musste wahrscheinlich die ganzen Leute runterziehen. So, dankeschön. Weiter geht's. Diese ekelhaft gute Musik. Furchtbar. Dabei ist das hier alles andere als gut. Du solltest nicht vorne stehen. Genau deswegen. Na gut, aber die Viecher dürfen ja sterben, nur wir nicht. Okay, Talia brauche ich nicht mehr. Ich gucke immer nachher, aber ist ja Blödsinn. Talia die ganzen Bücher einsammeln kann? Dann ist sie ja schon mal ein bisschen stärker, ne? Bonus kritische Treffer. Wenn ich meinen Ziehvater umhaue, bin ich dann eigentlich ziehweise? Ach, egal. Gute Frage. Was für ein Ärgernis. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Mission so läuft. Ich habe echt gehofft, wir könnten noch irgendwas anderes machen, aber wir müssen jetzt erstmal den Grabgolem befreien. Und mit dem dann wahrscheinlich nicht nur fliehen, sondern auch noch dafür sorgen, dass wir... Du kommst bitte mit. Dann auch den Rest noch machen können. So, schön. Jetzt gibt es hoffentlich noch einen Heiltrank. Alle Level 1, aber das bringt mir nichts. Selbst wenn jetzt noch 10 Level machen. Thanos war nur einen Katzensprung entfernt. Talia wappnete sich für die kommende epische Schlacht. Mhm. Die kennen wir ja glücklicherweise schon. So, alle wieder hochgeheilt. Speichern, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Das ist ja schon mal wichtig. Dann dürft ihr runtergehen und dann muss ich Talia gleich entfernen. Wo ist Talia? Naja, die habe ich hier unten. Talia! Du wagst! Bla bla bla. Gebt eure Befehle. Ja, lauf woanders lang. Geht auf ihn. Wen soll ich massakrieren? Und du läufst ein bisschen durch die Gegend. Was soll ich tun? Gar nichts. Weiterkämpfen. Heilen sich alle gegenseitig hoch. Nach und nach sterben mir die Leute weg. Sind gut dabei. Das wird ihm aber nicht gefallen. Gott, kennen wir schon. Es ist genug. Speichern. Unter Test 3. Wir beenden das jetzt. Spüre den Zorn alles Guten. Versuch nicht, den läuternden Flammen zu entgehen, Kind. Diese werden dich reinigen. Ja, ja. Thanos griff wieder zum Zauber und ließ Feuer vom Himmel regnen. Er ist schon so ein bisschen krank, ne? Nicht, dass er dabei weitere Teile von Sturmluft in Schutt und Asche legte. Und sie ist ein bisschen lahm. Talia, die Karateka. Da! Die Gräber versinken im Boden. Oh, das ist äußerst merkwürdig. Aber egal, die ideale Fluchtroute. Okay, bisher ist noch alles gut. Diese Flammen sind schon ziemlich warm. Ich sollte mich wieder auf die Socken machen. Die Feuersbrunst verwüstete große Teile. Ja, ja, wir speichern trotzdem unter Test 1, 2, 3. Sturmluft und wurde immer größer und schneller.
Bisher sind wir noch gut dabei. Sobald wir den Grabgolem haben, werden wir natürlich auch da wieder versuchen, ordentlich durchzukommen. Spiel speichern und der Test 1, 2, 3. Du entkommst dem reinigenden Fluss. Bla bla bla. So, ihr beide kommt mit. Du läufst vor, du läufst nur hinterher. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Das Gute wird fallen. Da kommt nämlich die Feuersbrunst schon. Was gibt es? Schön ist, dass er alle ablenkt. Kann ich hier einfach vorbeilaufen? Oh, sie wurde betäubt. Zählt das auch? Brenne, reinigendes Feuer! Wenn Sturmluft dem Bösen nicht standhalten kann, hat es den Tod in den Flammen verdient. Jetzt hat sie Schaden erlitten. Thanos, das ist doch blöd, ist das. Das ist nur... Du solltest doch der Gute sein. Ach, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Los, wir müssen weiter. Der Wasserturm steht da doof im Weg. Grabgolem, kümmere dich darum. Hilfe! Ein paar Helden waren von den Flammen eingeschlossen worden. Leider fehlte die Zeit, um sich an ihrem Leid zu ergötzen. Ich bin das Böse. Wir sind gerettet. Danke, böse Kreatur. Ja, okay. Gern geschehen. Mehr oder minder durch Zufall hatte Talia die eingesperrten Helden gerettet. Doch nun war nicht die Zeit, um über solche guten Taten nachzudenken. Die Flammen rückten unaufhaltsam näher. Jo, offensichtlich. Grabgolem läuft bitte mal vor und kümmert sich schon mal um die Leute. Talia läuft hinterher. Du glaubst, du kannst mir entkommen? Ha! Ich werde auch noch diesen Wald niederbrennen. Das Gute wird siegen. Brenne! Jetzt ist er völlig wahnsinnig geworden. Entdeckung! Thanos Feuerregen fiel auf die Wälder herab und setzte sie in Brand. Zum Glück für Talia entstanden dadurch neue Laufwege, die ihr das Vorankommen ermöglichten. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Los geht's! Ja, ich komme nicht durch. Die Feuersbrunst schien sich noch schneller auszubreiten. Talia nahm die Beine in die Hand. Die Feinde oder die Beine? Diese Flammen sind schon ziemlich warm. Ich sollte mich wieder auf die Socken machen. Wir haben es gleich geschafft. Los, flieht weiter, ihr Narren. Mir nach! Frauen und Dunkelelfen zuerst! Ha, dem habe ich's gezeigt. Ja, Talia und der Golem, ihr werdet euch mal gleich den Heiltrank holen. Die Flammen kommen nur langsam, das geht noch. Das war vorhin schlimmer. So, holt euch den Heiltrank. So ist gut. Puh, wieder komplett voll geheilt. Runter geht's. Du bleibst hier. Der Golem geht vor. Kümmert sich um alles. Was ist? Ihr wünscht? Ach, ein Schurke ist auch noch da. Gar nicht gesehen. Das Gute wird fallen. Noch bist du voll von den Lebenspunkten. Befehligt mich. Wo willst du denn hin? Komm mit. Hallo. Also. Muss ich ihn hoch? Hier. Wen soll ich töten? Hinterhalt! Okay, beide haben wir bekommen. Das Grab anrichten und Feuerengel. Weil sie vollgeheilt ist. Ah, Talia. Schön, dass du es bis hierher geschafft hast. Lass dich nun durch das Feuer der Göttin reinigen. Thanos, was ist mit dir? Du bist doch der Gute. Du zerstörst Sturmluft.
Diese Stadt wäre ohnehin gefallen. Sie war schwach und hätte gegen das Böse versagt. Jetzt, nachdem ich sie mit reinigendem Feuer geläutert habe, kann sie gestärkt neu errichtet werden. Mhm. Aber das soll nicht deine Sorge sein, denn es ist Zeit, dich zu reinigen. Oh, der Golem. Was macht er? Stirbt er? Der Grabgolem warf sich schützend vor Talia. Eine selbstlose Tat, die man einem Untoten nicht unbedingt nachsagen würde. Letztlich aber bezahlte er sie mit dem finalen Tod. Oh, du lebst noch. Das ist ein Zeichen der Göttin. Sie will, dass ich dich erneut zum Guten bekehre. Nun gut, so sei es. Gut, 10 Minuten haben wir gebraucht, 12 Minuten hat die ganze Welt gebraucht und ich glaube, dass Talia Schaden bekommen hat, ist dann doch Teil des Achievements, das wir nicht erlangt haben. Talia war in Thanos Falle gegangen, weil sie nicht auf den famosen Erzähler gehört hatte. Gut, es war nicht absehbar gewesen, dass Thanos bereitwillig die Hauptstadt Sturmluft verbrennen würde, nur um seine Tochter zu besiegen. Nicht unbedingt die Sternstunde eines guten Paladins, aber dieser Plan hatte funktioniert. Eigentlich hatte Thanos erwartet, Talia mit seiner Magie zu vernichten. Doch der Grabgolem hatte sich heldenhaft vor seiner Anführerin geworfen und diese vor dem Tod bewahrt. Thanos sah darin ein Zeichen der Göttin, dass seine Ziehtochter doch noch nicht verloren war und nur einen Schubs in die richtige Richtung brauchte. Dazu besann sich Thanos der Dinge, die man benutzte, um jemanden zu überzeugen, und bediente sich eifrig im Folterkeller der Inquisitoren. Das kam jetzt unerwartet? Nun ja, niemand erwartete die spanische Inquisition. Talia würde der Folter, ich meine Überzeugungsarbeit, nicht ewig standhalten. Ihr Ende schien besiegelt. Doch das absolute Böse war noch nicht besiegt, denn es hatte auch ohne Talia noch Einfluss. Okay. Talia hat Schaden erlitten. Thanos hatte Talia gefangen. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann kümmern wir uns um die nächste Mission. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem werde ich dann für mich alleine auch versuchen, das Ganze hier noch weiter zu retten und das Achievement zu retten. Das heißt, den Speicherstand darf ich jetzt erstmal nicht anrühren. Das muss ich noch ein paar Mal spielen, bevor wir dann letztendlich durch sind. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich hier bei Dungeons 3. Es soll da draußen viele Influencer geben, Content Creator, Streamer, die euch abzocken. Das wollt ihr nicht? Unterstützt die Kanäle, die das nicht tun. Lasst bei ihnen ein Abo da, damit sie am Ball bleiben. Vielen Dank.